Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video gebe ich dir einen Überblick über die Radtour auf der Insel Töplitz im Havelland mit Besuch des hübschen Ortes Nattwerda. Die detaillierte Beschreibung dieser Tour findet sich in meinem Buch Radeln für die Seele in der Region Havelland, erschienen im Droste Verlag. Wir starten in Grube an der Wublitz und radeln nach Nattwerda, einem alten Schweizer Kolonistendorf, welches vor 350 Jahren gegründet wurde. 14 Schweizer Familien machten sich auf den Weg in dieses nasse Land, um es trocken zu legen und urbar zu machen. Die Geschichte spürt man hier überall, sei es bei der Kirche aus dem Jahr 1685, aber auch die Schilder, welche in die alte Heimat Bern weisen, und die Fotos am Wegesrand machen diesen Ort zu einem besonderen Kleinod. Hinter Nattwerda fahren wir auf einem Damm an der Wublitz weiter Richtung Süden und kommen zur Brücke, die uns über die Wublitz auf die Insel Töplitz führt. Das Naturschutzgebiet Wolfsbruch nimmt die südliche Spitze der Insel Töplitz ein. Hier grasen Wasserbüffel, die auf den nassen Wiesen gut klarkommen. Der Hauptort Töplitz ist schnell erreicht. Hier gibt es neben einem kleinen Hafen eine Schule und einen Inselladen und natürlich auch eine schöne Badestelle. Außerdem begegnet uns nach dem Schweizer Nattwerda hier die alpenländische Kultur ein weiteres Mal. Denn mitten im Havelland steht hier ein Original-Alpengasthof und versorgt uns mit Flammkuchen, Palatschinken, Hefekuchen und verschiedenen Kaffeespezialitäten. Vom Inselzentrum geht's dann wieder beschaulich durch die Natur. Auf den weiten Wiesen sitzen Wildgänse und Störche und wir kommen zum Weinberg des Klosterguts Töplitz. Kurz vor dem kleinen Weiler Göttin geht es auf einem Damm romantisch zwischen mit Wasser gefüllten Erdelöchern hindurch. In Göttin bietet der Platz mit dem schattenspendenden Baum einen schönen Rastplatz an. Die Insel haben wir nun fast umrundet. Wir können noch einen Abstecher zum Schlänitzsee machen, bevor wir wieder zu unserem Ausgangspunkt Grube zurückkehren.